Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Goodbye Deponia. Und wir machen nochmal ein bisschen weiter mit der Fandex hier. Und versuchen dir die 5 Slotti aus der Tasche zu locken. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung. Seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Ich muss gehen. Aber warum? Es war doch gerade... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Oh, bitte. Okay, wir wechseln mal ganz kurz eben. Speichert vor allem gerade mal wieder. Haben wir schon länger nicht mehr gemacht. So. Denn wir wollen noch ein paar Sachen machen. Unter anderem ist mir nämlich noch gar nicht aufgefallen, dass hier noch ein Kuhfuß rumliegt. Kann ich das Brecheisen haben? Na klar. Ich meine, ja klar, Kumpel, nimm ruhig. Wozu brauchtest du das überhaupt? Als Schuhlöffel. Hm. Verstehe. Und ein Liegestuhl. Kann ich mir die Klappliege hier nehmen? Klar, ich meine... Klar. Ja, Michael, keine Ahnung, die ist arbeiten, Moment. Brauchst du die Anleitung? Niemals. Ein Marine braucht keine Anleitung. Dann eben nicht. Okay. Da. So, mal kurz eben wieder Schnelltausch. Ich habe nämlich hier gerade eben, was herausgefunden. Beziehungsweise gelesen. Ja, ich weiß, ich habe wieder gepudelt. Weil ich nämlich gerade wieder einen Hänger hatte. Wir geben nämlich den ganzen Mist mal eben hier runter. Und mit dem, Babyphone. Ach, warte mal, wir können hier auch schnell tauschen. Das ist praktisch. Wir können das scheinbar überall, ne? Tenngabel. Können wir das nicht kombinieren? Scheinbar nicht. Der Empfang ist immer noch super. Das Cockpit. Der CB-Funk. Genau, da wollen wir das Dings gerade mal anwenden. Gute Idee. Wenn ich die Frequenz von Tonis Funkgerät am Babyphone einstelle, kann ich Toni jederzeit erreichen. Easy. Jetzt bleibt nur noch die Frage, warum ich sie überhaupt anfunken sollte. Sie hat schon vor langer Zeit aufgehört, mich mit der Schubkarre aus irgendwelchen Kneipen rauszuholen. Wo haben die denn in der kurzen Zeit nur das ganze Zeug aufgetrieben? Die haben sogar das neue 67,5er... Nein, warte. Das ist nicht die Modellbezeichnung. Das ist ein Etikett mit der Funkfrequenz, die sie hier benutzen. Okay, so. Wir haben jetzt einen Liegestuhl, einen Kuhfuß und die Brotdose. Da wollen wir mal kurz reingucken. Na, dann wollen wir doch mal nachsehen, was Lotti da Schönes in ihrer Brotdose hat. Was ist denn das? Lotti hat ihre Hormone nicht genommen. Vielleicht hatte der Wahrsager doch recht. Hormone. Lotti hat ihre Hormone... Vielleicht hatte... Hormone. Sollen wir ihr die geben? Ist man als Pfandsammelweib eigentlich krankenversichert? Kommt immer darauf an, ob du fest angestellt oder Freiberufler bist. Logisch. Hm.
Ich hätte da eine einmalige Investitionsmöglichkeit für jemanden, der zufällig gerade 5 Slotti übrig hat. Wozu denn investieren? Naja, wegen der Wertsteigerung und so. Wertsteigerung? Es gibt doch nur diese 5 Slotti und die gehören mir bereits. Ach ja. Ich hätte da eine Okay, das bringt jetzt gerade mal nicht. Hormone. Mit solchen Typen. Ihr. Mit solchen. Irisch. Vielleicht klappt der hier als Kurbel. Der Held entleert sein Inventurbel. Schockschwere Not. Es fehlt die Kurbel. Vielleicht können wir ihn das ja mal ansehen. Nein, Michael, los, kann ich nicht. Das Spiel. Husch. So. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus. Nein. Wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Können wir mit dem Liegestuhl vielleicht hier rüber? Irgendwie? Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und mein Akku. Das lasse ich lieber im Mantel. Ich möchte ja nicht wir. Mit diesem Plunder brauche ich schon richtig. Ja, ich habe doch richtiges Werkzeug. So ist kein Rand. Wir müssen halt hier irgendwie unten. Euch nicht einfach hier hinsetzen. Aber Herr Ruh, wir können ja, wie sollen wir dann... Wie? Auch noch Ansprüche? Scheint Wunder, dass eure Eltern euch... Können wir die vielleicht anhören? Na, liebe Kinder, möchtet ihr ein paar bunte, lustige, verschreibungspflichtige Medikamente? Yay! Aber Moment mal, man darf gesunden Kindern doch nicht einfach so irgendwelche Medikamente geben. Ja, natürlich nicht. Weil sie ziemlich teuer sind, ne? Wofür können wir denn noch die Hormone brauchen? Baby Boso eventuell. Da fällt mir gerade ein, der Brief könnte doch eigentlich auch was für Dings sein. Was hast du da? Ist das eine Nachricht von der Front? Nichts Geringeres als das. Doch nicht etwa von Boso. Würde ich dich bei einem so ernsten Thema anlügen? Oder würde ich die Schlussfolgerung deiner Fantasie überlassen, in der Hoffnung, dass es mich zufällig weiterbringt? Jetzt quatsch nicht so poliert. Her mit dem Brief. Mein liebstes Rehlein. Sicher, dass der Brief für mich ist? Bambi. Rehlein, ergibt doch Sinn. Manche Leute werden nun mal zu Poeten, wenn sie tödlich verwundet sind. Was? Oh, sorry, ich wollte nichts vorwegnehmen. Warte mal. Liebstes Rehlein, ich wünschte, du wärst jetzt bei mir, bla bla bla. Genauer gesagt, ich bin auf eine Organon-Landmine getreten. Oh nein. Urso, geht es ihm gut? Ja. Lebt er noch? Sag schon, oder muss ich dir die Infos in Form von Hirngewebe einzeln aus der Nase ziehen? Hey, immer mit der Ruhe. Ja? Kein Grund, gleich aggressiv zu werden. Ich bin doch nur der Briefträger. Urso ist bei seiner Familie. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg. Warte. Hier steht noch was. Nimm dich vor dem Briefträger in Acht. Ach, das Kleingedruckte ist nicht so wichtig. Na los, du verlierst wertvolle Zeit. Stimmt. Ich muss zu ihm. Halte durch, Boso. Ich komme. Das war einfach. Und ich musste nicht mal lügen. Jetzt neu. Der verbesserte Rufus. Vergessen Sie den herkömmlichen Rufus. Okay, aber wir können jetzt nichts weiter machen. Wir laufen jetzt einfach mal hinterher und gucken, ob... wir jetzt bei Boso eventuell eine neue Dialogmöglichkeit haben, wo das ihm vielleicht sogar schon besser geht. Okay, es hat sich auf jeden Fall verändert. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar.
Wuhu, Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Wir sind ja vollkommen weggetreten. Okay, was hat denn Opa Bose dazu sagen? Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Okay. Hallo, ich bin Amtmann Argon, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Yeah. Was können wir mit dem Dorf machen? Hey, können wir mitnehmen? Was sollte das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Er weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Okay, was gibt's bei Bose denn Neues? Ich hoffe, irgendwas. Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Vielleicht könnte ich nochmal einen Schnapp... Aber ich hasse... Los, hoch mit dir. Du musst für mich bürgen, damit ich zum neuen General des Widerstands vorgelassen werde. Geh weg. Aber... Lass mich, mag nicht. Warte mal, ich sehe gerade, da glitscht gerade wieder ein bisschen der Screen rum. Ich mach mal... Ah, jetzt ist es hier auch schon wieder blöde. Es geht halt nicht beides. Müssen es halt so stehen lassen und gucken, dass es so reicht. Ihm fehlt nichts zu. Ihm fehlt in Form von gut dosierten Zügen. Okay, wir haben zwei neue Items bekommen. Die Frage ist, können wir was damit anfangen? Und wenn wir was damit anfangen können, wie können wir was damit anfangen? Ich bin nicht in Trein, aber... Pass auf, wir gehen mal ganz kurz eben nochmal hier nach oben zu Baby Bozo. Wir geben ihm einfach mal das ganze Inventar jetzt hier. Irgendwie müssen wir ihn ja rüberkriegen. Aber dafür müssen wir erstmal in den Keller. Gute Neuigkeit. Echt jetzt? Komm. Oh je. Weil ich das sei denn. Na, dann mach. Okay. Die Idee kann ich bei den Bozos zu Hause. Vielleicht sollte ich aber hiermit können. Solange ich keine. Die Idee kann ich bei den Bozos zu Hause. Mama Bozo. Die Idee kann ich bei den Bozos. Ei, Kukumoto. Lecker, happy, happy. Und jetzt komm zu Papa, Papi. Stopp! Bratensoße, Schild.
Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal frei. Ja, aber... Tony, over. Ha. Irgendwas dran muss, sonst wirkt es. Okay, ich glaube, wir können den ganzen Scheiß hier wieder runtergeben. Warum gibt es keinen Knopf für alles runter? Das wäre irgendwie gerade mal praktisch. Probieren wir mal das aus, was er vorhin gesagt hatte. Aus dem Flyer könnte ich anderer sein. Vielleicht wie beim Schleuder. Okay, können wir eventuell... Lieber nicht. Nur Uso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Uso ist einfach unaus... Lieber nicht. Nur un... Uso ist... Mama Boso hätte die ruhig. Vielleicht könnte ich noch mal einen Schrei, aber ich hasse es. Vielleicht könnte ich noch mal ein. Ich besucht ist Men. Davon habe ich zwar auch eine ganze Menge. Ich habe echt im Moment noch keinen. Na, meine lieben Rollen, ihr habt doch sich... Kommt drauf ab. Hat es damit zu tun, ihn nicht weiter hinterher zu laufen? Los, ey. Dann nicht. Almighty. Was soll denn das werden? Na, wonach sieht's denn aus? Ich gehe in den Pub. Mit deinen Stöpseln im Schlepptau? Bist du ungesund gefallen, oder was? Das sind nicht meine Stöpsel, ich muss doch bitten. Ja, das hat Paps auch immer gesagt. Und dann hat er Macy und mich vor der Kneipe angeleint. Und? Hat es euch geschadet? Bei Macy weiß ich es nicht. Ihre Leine ist irgendwann gerissen. Oh. Mit solchen Typen kann ich kennen. Irisch. Papa. Vielleicht. Das lasse ich lieber. Ich möchte ja nicht wie. Ich mag vielleicht dafür. Gibt ja keine Mühe. Shop. Was könnte denn jetzt mit was kombiniert werden? Na los, husch! Bin mir da unsicher gerade. Ich kenne da einen fabelhaften Therapeuten. Wenn ihr euch euer Leid nicht... Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des... Das wird ihr jämmerliches... Liegestuhl vielleicht? Ich könnte euch helfen. Was? Wie? Alles kein Problem. Ja, ich könnte auch schön, dass wir irgendwie das mit dieser Leiter machen. Aber wir können ja auch noch mal kurz dahin zu dem Schaltkasten gehen. Irgendwas muss man noch da kombinieren können. Weil hier passiert ja erstmal nichts bei dieser Kurbelgedönse-Klamotte. Da muss ja irgendwie mal Strom angelegt werden oder so. Eine deftige Pilzsuppe? Warum nicht? Aua! Yum, deine hervorragende. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Ja, lecker. Na, wenn das so was Feines ist. Ja, das wäre gemütlich. Da könnte ich direkt drauf einpennen. Und wo sollen wir dann schlafen? Was? Wer spricht da? Wir? Ach so, klar. Dings da und bumst dich. Ja. Und?
Was macht ihr hier so? Das fragen wir uns auch langsam. Das wäre ein Laus. Aber der. Das wäre ein. Aber der. Ich bezweifle irgendwie, dass es dadurch auch nur ein Boso gemütlicher wird. Was ist ein Boso, Herr Rufus? Das ist eine Skala, die Wissenschaftler wie ich benutzen, um zu messen, wie gemütlich etwas ist. Ab 10 Boso eignet sich ein Platz zum Schlafen. Und wie misst man das? Oh, das ist schwierig. Aber als Richtwert lässt sich sagen, dass ein Boso etwa minus einer Pommes in der Nase entspricht. Das ist auf jeden Fall total einleuchtend. Können wir eventuell die Antennengabel hier reinstecken? Irgendwo? Er hat schon eine Antenne. Nein, hat er nicht. Oh, hat er doch. Er hat schon eine. Können wir die abreißen? Können wir! Hey, hey! Und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Und was? Frag ich Sie! Gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Om, nom, 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 nom. Wie das duftet. Eine Kochshow. Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. Ja, das wäre, könnte ich direkt drauf. Und wo sollen wir... Was? Ach so, klar. Links da. Und? Das fragen wir... Also, wie kriegen wir die denn jetzt dahin? Rufus Antoni. Rufus Antoni. Ah, Rufus, lass den Unsinn und mach den Kanal. Ja, aber. Können wir das hier irgendwo reinstecken? Aua! Aber. Hä? Warum ist die Sicherung nur der Strom ist ausgegangen? Die scheint irgendwie festgerostet zu sein. Wenn ich doch nur gleichzeitig oben den Hebel runterdrücken könnte, dann würde sie bestimmt eher nachgeben. Gleichzeitig? So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel. Und Bittchen an. Boah, Neckerkat. Wie soll denn das gleichzeitig gehen? Kein Strom, aber die Gabel passt schon mal perfekt in die Dose. Leider bleibt sie nicht stecken, sonst könnte ich so die Sicherung rausspringen lassen. Hierfür, Braun, du solltest dir... Und eine profunde Kenntnis der geheimnisvollen Gesetze der Hebelwirkung. Du solltest gefälligst Wirkung tun, wenn du gezogen wirst von deines nächsten Hande. Hierfür... So, wie bewerkstellige ich das denn jetzt, dass das Ding oben bleibt hier? Hierfür... Also wenn ich sie damit... Hey, Ruhe da hinten noch. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Entschuldigung, Onkel Humpelfried. Tja, ich glaube, ich komme jetzt gerade erstmal nicht weiter. Deswegen machen wir hier erstmal wieder einen kleinen Cut. Sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute, Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.